einem neuen Video von mir, von uns, von Lumelowu. Heute zeige ich euch mal der Luna ihren Wickeltisch bzw. ihre Wickelkommode, ihren Wickelplatz. Vorab muss ich dazu sagen, dass ich damals ganz schön erschrocken bin, wie viel sowas kostet. Also die ganzen Kinderzimmer, die mir so gefallen haben, waren roundabout bei 2000 Euro. Und ich muss sagen, ich habe dann eigentlich keine Lust gehabt, so viel auszugeben. Dadurch, dass wir dieses Jahr ja ein Haus bauen und die Luna dann eh nochmal ein neues Kinderzimmer bekommt oder zumindest eine neue Kinderzimmereinrichtung, habe ich dann jetzt erstmal die Sparvariante gewählt und die Luna hat einen Wickeltisch, Wickelplatz aus IKEA-Möbeln zusammengebastelt bekommen. Also die Kommode besteht aus, die Kommode ist die Malmkommode mit 4 Schubläden von der IKEA. Und bei der Wanda habe ich dann einen Wickelaufsatz für diese Malmkommode bestellt. Und links und rechts davon, von dieser Kommode, stehen dann jeweils ein schmales Kallax-Regal. Und das war es eigentlich schon. Die Luna schläft ja momentan noch in dem Baby-Beistellbettchen bei uns im Schlafzimmer. Also das Zimmer von der Luna ist nichts Besonderes. Das ist eigentlich wirklich nur dieser Wickelplatz, worum es sich da bei uns dreht. Ich hoffe trotzdem, dass es euch einigermaßen gefällt, zumindest wie ich das halt so organisiert und eingerichtet habe, und wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Wir starten einfach ganz oben mit unserem Heizstrahler von Rare oder wie das heißt. Heizstrahler werden ja auch immer heiß diskutiert, braucht er mit uns aber nicht. Lumelowu hat einen Heizstrahler, Luna liebt ihn, Punkt. mein Mann hat auch ganz genau diese Abmessungen eingehalten, also sprich der Abstand von der Decke und halt auch vom Wickeltisch, wie weit er da entfernt sein muss. Und hat es dann auch ganz brav mit einem Kabelkanal richtig schön verlegt. Habe ich natürlich gleich als Ansporn genommen und habe da wie so einen Baum draus gebastelt und dann mit Eulenwandstickern verziert. Ich finde es ein bisschen schade, durch die Raufasertapete halten die nicht wirklich gut. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich muss sie halt manchmal wieder so ein bisschen hintatschen. Aber ansonsten sieht es ganz niedlich aus, finde ich. Die Luna schaut sie auch total gerne an. Und habe ich von Amazon. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Die waren auch gar nicht teuer. Dann ist einmal links ein Kallax-Regal. Also dieses einfache mit den 4 Fächern. Ganz oben steht so eine kleine Filzbox mit Medikamenten oder dadurch, dass ich ja in der Apotheke gearbeitet habe, bevor die Luna auf die Welt gekommen ist, bin ich halt so jemand, ich habe immer gern was daheim, ob ich es dann brauche, ist die eine Sache, aber ich bin halt gut gerüstet, falls irgendwas ist. Oft ist es dann ja so, kenne ich noch von der Arbeit eben, ne, dass am Wochenende irgendwas ist und die Eltern haben nichts daheim und dann geht nämlich das Gerne in die Apotheke los. Ja, im ersten Fach davon habe ich ein, da liegen die Windeln, die packe ich immer aus dieser Plastiktüte aus und lege sie dann rein einzeln, weil es einfacher ist, sie dann zu schnappen beim Wickeln. Und ganz hinten hier sind dann diese Einmalwickelunterlagen von DM, die wir immer verwenden. Und vorne jetzt halt eben die Windeln. Da habe ich jetzt diese Simply Dry, glaube ich, und diese anderen von Pampers. Aber nur aus dem Grund, weil ich einmal eine Windel-Gitarre und einmal eine Windel-Torte zur Geburt von der Luna bekommen habe. Und das jetzt eben die Größe 3 ist, was die Luna aktuell trägt. Dann, das mache ich mal kurz weg, geht's weiter. Das untere Fach, da habe ich halt die Pflegeprodukte von der Luna drinnen. Wobei ich da auch nicht alle, wir haben da unwahrscheinlich viel zur Geburt von der Luna bekommen. Das zeige ich euch dann nochmal in meiner Vorratsschublade. Ich glaube, ich brauche, bis sie 18 Jahre alt ist, kein Pflegeprodukt mehr für sie kaufen. Aber das sind halt unsere Basics. Also damit wird sie früh gewaschen von Kopf bis Fuß. Wir hatten ja diese Kaufmannscreme, habe ich euch ja schon erzählt. Und die Calendula Gesichtscreme bzw. der Wind- und Wetterbalsam. Und da hinten steht dann noch das HIP-Pflegeöl, das ich ja in der Schwangerschaft auch schon verwendet hatte, zu Ende für meinen Bauch. Und das hält immer noch. Also die Luna ist ja jetzt schon 17 Wochen und es ist trotzdem immer noch was drinnen, obwohl ich sie schon des Öfteren mal damit einöle, um sie halt dann zu massieren.
Ja, und hier sind dann noch diese Waschlappen von der IKEA, von denen ich euch erzählt habe, mit denen sie eben früh gewaschen wird. Ja, dann geht's weiter. Da kommt dann diese Softbox, die es für die Skalax-Regal gibt. Da habe ich eine in rosa bekommen. Mache ich mal kurz auf. Das ist aber ganz unspektakulär. Das sind einfach nur von Lottis einmal der Pucksack und ein schon etwas größerer Schlafsack drinnen. Habe ich von meiner Schwägerin für die Kleine bekommen. Also es ist sozusagen ein Lager für Schlafsäcke und die sind halt nur, also der eine ist noch ein bisschen zu groß, deswegen ist er da drinnen. Und in dem zweiten, also ganz unten, hatte ich ja schon gesagt, da ist eben mein Lager an Pflegesachen. Das sind ja Pflegetücher drinnen, dann so kleine Prübchen, was ich noch habe. Das hebe ich mir immer auf für die Wickeltasche. Ja, und wenn ich dann halt immer bei DM bin und dann ein paar Sachen mitnehme, also hier noch Feuchttücher. Und das hier sind diese Windelbeutel, die habe ich ja noch nicht in Verwendung gehabt. Dann hatte ich von Rossmann so ein Begrüßungspack zur Geburt. Da ist dann auch nochmal, sind auch nochmal von Baby Dream diese Komforttücher drinnen. Ja, und wie gesagt, allerhand Sachen, die wir geschenkt bekommen haben, aber halt noch nicht in Verwendung haben. Ne? Also, was weiß ich, zum Beispiel von Belly Button ein Bademauspflegebad, sowas halt. Einfach wie so ein Lager. Dann seitlich hängt hier eben dieses kleine Schüsselchen von IKEA, das ich euch auch schon mal gezeigt habe. Und dieser Haken, wo dann ja so ein Waschlappen dran hängt. Zeige ich euch jetzt nochmal von der Seite. So sieht das Ganze aus. Das mache ich mir dann halt früh ab, gehe damit ins Bad, mache es voll warm Wasser und hänge es dann wieder hin. Dann kommt eben ein Spritzer von dem Waschgel mit rein und so ein Waschlappen eben. Und dann wird sie halt gewaschen. Das ist jetzt eigentlich schon der Hauptteil. Also das ist ihr Wickelplatz. Fange ich mal ganz hinten an. Da hat sie ein total niedlich selber gemachtes Schnuffeltuch von meiner besten Freundin. Das hat die genäht und auch so gestopft halt. Ganz toll von ihrer Tante Claudi. Das lege ich immer dahin und wenn sie, da kuschelt sie dann halt oft damit, wenn es ein bisschen länger dauert beim Waschen oder was. Dann einmal die Einmalwickelunterlage von DM, die ja mein Mann immer verwendet, wenn er wickelt. Da sind dann die Einmalwaschlappen, mit denen ich früh Popo und Mumi wasche. Und momentan habe ich da die Pflegetücher von Baby Dream. Das finde ich ganz niedlich. Der Rossmann hat da immer wie so ein... Das kann man dann so hochklappen. Also es ist nicht einfach nur so eine Box, sondern da ist immer noch so ein Aufstellding mit dabei. Das finde ich ganz cool. Ja, und dann kommt eben die Wickelauflage. Die habe ich in einem Möbelhaus gesehen und mitgenommen. War nicht ganz billig. Finde ich aber ganz gut, weil es ist schon Stoff, aber es ist wasserundurchlässig. Also wenn sie da mal drauf pieselt, ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm. Und es ist halt zum Abknöpfen. Also das kann man dann bei 60 Grad waschen, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und auch im Trockner mitgehabt. Und es hat eben nichts ausgemacht. Also kann ich nur empfehlen. Von BB's Collection. Ja. Das ist ihre Wickelauflage. Unten drunter habe ich mir da noch so ein, für Teppich, so ein Anti-Rutsch-Gummi-Ding da drunter gelegt, weil die Malmkommode und auch der Aufsatz doch recht glatt sind und ich da irgendwie Schiss hatte, wenn ich sie mal drauf liegen habe und sie macht irgendwie eine komische Bewegung, dass sie samt der Wickelauflage da vom Wickeltisch den Abgang macht. Aber so hält es wirklich bombenfest, also es kann nicht verrutschen. Ja, ich fange wieder oben an. Oben habe ich zwei so Filzboxen, auch vom Kick, wie gesagt. Da bin ich mal zufällig durch den Kick und habe die gesehen und habe mir sie dann mitgenommen fürs Eulenzimmer von der Luna. In der ersten Box sind einfach so ja, Pflegesachen, das heißt ihre Haarbürste, ein Fieberthermometer, das ist ihre Nagelschere im Etui, habe ich von meiner Mama bekommen, ist von Spiegelburg, finde ich ganz niedlich mit dem Fliegenpilz. Und in der zweiten Eulenbox ist einfach ein Schnullerlager. Also da habe ich sämtliche Schnuller drinnen
Viele verwendet sie gar nicht mehr, beziehungsweise verwendet sie noch nicht. Die finde ich ganz cool, haben mir eine Freundin zur Geburt geschenkt. Ganz cool, weil der Luna ja Papa ja auch Musik macht und finde ich ganz cool. Mit Rock'n'Roll. Dann im zweiten Fach haben wir meine Feuchttücher. Momentan verwende ich die von Hip, aber nur aus dem Grund, weil ich die vom Krankenhaus, in dem ich die Luna entbunden habe, geschenkt bekommen habe. Da hat man so eine Geschenktüte gekriegt mit so Baby-Goodies, also mit so Babys-Versorgungsgeschenken. Und hier sind dann die feuchten Waschlappen, wo ich sie dann ab und zu unterm Tag ein bisschen sauber mache, gerade nach dem Stillen. Babylove Ölpflegetücher verwende ich immer, wenn die Luna einen Kacki drinnen hat, um das richtig schön wegzumachen, bevor ich dann nochmal mit Feuchttücher das Öl von der Haut wieder runternehme. Aber ich finde, irgendwie reinigen die Kacki besser weg, wie wenn man gleich mit Feuchttüchern drüber geht. Gerade wenn das ein bisschen so angetrocknet ist. Ja. Und im nächsten Fach haben wir dann Lunas Spucktücher. Einmal die von Lessig, die habe ich euch ja schon gezeigt. Da hat sie, die anderen sind jetzt allerdings in der Wäsche, noch andere. Also wir verwenden da auch jetzt nicht nur die von Lessig, sondern auch günstigere sozusagen. Und da hinten habe ich noch Lansinu Stilleinlagen. Brauche ich eigentlich nicht so häufig. Hat mir eine Freundin geschenkt, die hatte die noch übrig. Ich denke, ich werde sie weiterschenken an die nächste Mami, die stillt bei mir im Freundeskreis. Einfach aus dem Grund, weil ich das irgendwie nicht wirklich oft gebraucht habe. Ja. Dann hat dieses Kallax-Regal eben auch wieder unten zwei so Boxen. In der ersten Box habe ich lauter Spielzeug drinnen, mit dem die Luna noch nicht spielen kann, weil sie noch nicht so weit ist. Es sind auch alles Geschenke, die wir bekommen haben für sie. Habe ich da jetzt drinnen. Und im unteren, muss ich gestehen, ist ein Lager von unseren Handtüchern, die nicht mehr mit ins Badezimmer passen. Ja, habe ich noch etwas zweckentfremdet. Wir sind ja doch in einer Mietswohnung und da ist es mit dem Platz dann manchmal Mangelware und dann muss man halt improvisieren. Ja, und da unten steht dann unser Tommy Tippy Windeleimer, den ich mir da ergattert habe auf diesem Babywasser. Da schmeißt man halt dann hier die Windel rein. Und dann hat man hier diesen Knubbel, da dreht man dann, zipp, und dann verschließt es halt die Windel geruchlos. Ich kann es jetzt so ja nicht beurteilen, weil die Luna so selten Stuhlgang hat. Ich kann ja dann nochmal berichten, ob der wirklich nicht riecht, wenn sie öfter in die Windel kackt. Also sprich, wenn wir dann mit der Beikost anfangen. Ich hoffe ja, dass da ihr Stuhlgang dann ein bisschen mehr wird. Oder ich denke es zumindest. Ja, das war der Windeleimer. Und jetzt kommen wir zur Kommode. Im ersten Fach dieser Malmkommode habe ich einmal ein Sockenlager für die Luna. Das sind ihre ganzen Söckchen drinnen, die wir so verwenden. Und Handtücher und Waschlappen. Also ganz unspektakulär, beziehungsweise hier noch so Moldontücher. Das hat sie immer so, aber das lege ich immer noch auf ihre Matratze von unserem Beistellbettchen mit. So als Spannbetttuch, obwohl schon ein Spannbetttuch drunter ist, aber mache ich halt. Im zweiten Fach hat sie dann ihre ganzen Bodies. Das sind die hier. Da sind noch ein paar Strampler. Und hier hinten hat sie dann so Langarmoberteile, beziehungsweise ganz rechts im Eck mit dem Elefanten und den Löwen. Da liegen immer die ganzen Schlafanzüge von ihr. Und hier vorne habe ich diese Malmkommode, kann man ja so Fächer für die Malmkommode kaufen. Das finde ich ganz cool, nochmal so als Unterteilung. Einmal Mützen und so weiter und Tüchlis, Halstücher. Und hier vorne hat sie Strumpfhosen drinnen. Gar nicht aufgeräumt. Frechheit. In der dritten Schublade befinden sich dann ihre Hosen. Momentan haben wir auch so eine, ja, so ein Zwischending. Also es passen noch 56er Sachen, wir ziehen aber auch schon 62er Sachen an. Manchmal passen die auch gut, manchmal sind die noch ein bisschen zu groß. Deswegen würde ich sagen, ihre momentane Kleidergröße ist so 56, 62. Das sind dann auch nochmal Pullis,
noch ein paar Schlafanzüge. Ich habe das erst letztens aussortiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wollte jetzt da nicht faken und alles extrem gut sortieren und aufräumen, sondern so sieht der einfach bei uns zu Hause aus. Und da wollte ich jetzt auch nicht wirklich irgendwas verschönern. Dann, ja, finde ich, ist das immer so gekünstelt. Ja, ich sortiere das dann immer aus. Also die 62er Sachen waren ganz unten drinnen. Die sozusagen rutschen jetzt immer eine Schublade weiter nach oben. Und weil die Sachen eben immer nach oben rutschen, ist jetzt in der vierten Schublade, sind da jetzt Sachen drinnen, die wirklich noch nicht passen, die irgendwann dann nach oben rutschen, wenn sie rein passt. Da sind nochmal Hosen mit dabei, aber auch Bodies von Fixoni, die finde ich ganz cool, vor allem qualitativ sehr, sehr hochwertig. Muss ich aber dazu sagen, dass ich die kaum gebraucht bei Mami Kreisel gekauft habe. Also Fixoni ist ja doch etwas teurer. Und müsst ihr mal gucken, bei Mami Kreisel macht man da ganz oft Schnäppchen. Ja, wie gesagt, das war unser Wickeltisch. Ich zeige ihn euch jetzt nochmal in der kompletten Aufnahme, so wie es halt geht. So, von oben bis unten und von unten bis oben. Da wahrscheinlich eh wieder einige dann fragen werden, zeige ich es euch mal ganz kurz. So schläft die Luna im Moment. Also sprich, das ist meine Seite vom Bett in unserem Boxspringbett. Und ich habe mir das Baby bei Boxspring gekauft. Da braucht man ja extra eins wegen diesem zum Befestigen. Weil Boxspringbetten ja keinen Bettrahmen haben. Da muss man so einen Gurt rumschnallen. Und da gibt es aber von Baby bei eben extra eins. Und so schläft sie dann momentan noch. Bettumrandung habe ich von Amazon, die verlinke ich euch nochmal. Und da ist halt auch ihr Chico-Nachtlichtchen, beziehungsweise momentan ja immer noch mein Stilllicht, wenn ich nachts raus zum Stillen muss. Oder ich still sie ja hier im Bett. Und halt ihr Schlafsack. So schlafen wir. Mittlerweile schläft die Luna ja seitlich, beziehungsweise oft passiert es auch, wenn ich früh aufwache, dass sie sich einfach mit in mein Bett geklaut hat, die kleine Wutzi. Aber das darf sie ja ruhig. Und hier oben am Schrank haben wir dann das Babyfon stehen, weil die Luna ja schon allein sozusagen ins Bett geht. Also wir bringen sie zwischen 7 und 8 Uhr abends rüber. Und da schläft sie dann, bis wir halt dann irgendwann dazustoßen und auch ins Bett gehen. Und da ist eben diese Station, da haben wir das von Nook. Ich finde es nicht schlecht. Mein Mann findet es blöd, der findet da die Nachtaufnahme viel zu schlecht für das Geld. So sind die Männer eben. Keine Ahnung. Ja, aber so schläft die Luna momentan. Ja, das war mein Wickeltisch-Video für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und für den einen oder anderen war was dabei, wie man so einen Platz organisieren kann. Wie gesagt, es ist momentan nichts Besonderes, dadurch, dass wir hier eben noch in der Mietswohnung wohnen und erst dieses Jahr unser Haus bauen werden. Ich verspreche euch aber, ich nehme euch mit, wenn ich dann der Luna ihr Kinderzimmer einrichte und ihr dann eine sogenannte Roomtour bekommt, wie das ja hier bei YouTube genannt wird. Und ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und auch euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Die sollen bei uns auf dem Kanal Lumelo mal vorbeischauen. Und jetzt wird erstmal mit Luna ausgiebig gekuschelt und gespielt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.